So, haben wir hier noch irgendwo eine Aufgabe, die gelb ist? Hier ist nichts weiter. Hier auf Lesbos. Das Elixier. Nehme ich die noch mit? Ich meine, es sind immer noch 5 Minuten. Naja, sagen wir 4. Ja, ist eine gute Frage. Oh, warum bin ich ja so müde? Weiß ich nicht. Trotz Kaffee. Naja, wahrscheinlich gerade deswegen. Sehr gut. Kann man ja mal machen. Volle Kanne durch das Tal. Dum, 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 dum. Ich mach da noch mit in der nächsten Folge, wenn wir da keine Folge. Also ich guck da noch mal rum, ob wir hier noch irgendwo Ausrufezeichen haben. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann die türkisfarbenen Queste. Und dann ist das schicke. Ihr Bestien, zurück! Junge, 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 Junge. Sehr gut. Die Bestien, die Zähne, so viele Zähne. Du hast mich gerettet und mein Werk, ein Heilmittel für die Statuen im steinernen Tal. Du kannst den Effekt umkehren? Mein Elixier kann es. Ich meine, noch nicht. Ich versuche den Effekt der Versteinerung mit einem Elixier aus verschiedenen Zutaten rückgängig zu machen. Gib es mir. Eine Freundin von mir wurde in Stein verwandelt. Ich kann nicht. Ich habe nicht alle Zutaten. Aber wenn du sie mir bringen könntest, gebe ich dir eine Dosis davon als Belohnung. Ich hol dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Nun hör dir die Liste der Zutaten an. Ich brauche einige Bärenkotpilze, Galle von Kegelschnecken und ein Bund Nieswurz. Die Medusa hat existiert und war der Grund für die Versteinerung. Ich konnte aber in ihr Nest vordringen und sie töten. Also verwandelt sich jetzt niemand mehr in Stein. Die Medusa? Es gab sie wirklich? Es ist egal. Was zählt ist, dass wir die armen gefangenen Seelen retten. Mein Elixier kann sie retten. Ich bin ganz sicher. Nieswurz? Nieswurz ist eine krautige Pflanze, die du auf dem höchsten Berg der Weinschlucht finden kannst. Wo finde ich diese Art Pilze? Sie wachsen auf frischem Bärenkot. Es gibt eine Höhle in den Bergen, südlich der Straße nach Mytilene. Dort findest du welche. Wo kann ich diese Schnecken finden? Kegelschnecken leben in den warmen Strömungen vor der Ostküste. Mein Lieblingsort ist die Haifischbucht. Achte darauf, dass die Galle frisch ist. Na gut. Ich hole dir deine Zutaten. Komm in meine Werkstatt, auf dem Hügel östlich von Mytilene, wenn du alles hast. Eventuell, ja.
In einer Höhle, auf einem Berg und vor der Küste. Konnten es nicht drei noch unterschiedlichere Orte sein? Eventuell. Antike Tafel. Halt. Ah, da. Machen wir gleich mit, wa? Wenn wir schon mal hier sind. Eventuell werde ich diese Folge doch dann schnippeln. Jedenfalls, dass euch nicht wundert. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal, wir haben... Gut, verfolgen wir erstmal die hier. Machen wir erstmal das, oder? Das wäre ja cool, wenn wir die ach, ich weiß jetzt ja nicht mehr, wie die hieß, mit der wir da zu der Medusa hin sind. Wenn wir die wieder befreien könnten, vielleicht endet das ja in dieser Quest hier. Und deswegen macht man eben Quests. Weil da sind schöne Quests mit bei. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rennen müssen. Die falsche Taste gedrückt. Hier bin ich richtig. Die Höhle mit den Pilzen kann nicht weit sein. Ihnen mal reicht der Bus oder war der? Wenn wir hier schon mal da sind. Oh, hier ist eine ganze Menge in der Höhle, ja. Eigentlich müsste ich mal wieder privat ein bisschen grinden hier. Weil dieses Obsidianglas brauche ich ja weiterhin noch. Ach nee, brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Weil das Zeug, was ich finde, verscherbel ich ja denn. Und von dem Geld hole ich mir ja denn nicht mehr was. Mal was. Runter, runter, runter. Gut, so, das erste hätten wir. Hänge hier an den Schädel fest. So, und dann werden wir mal darüber watscheln.
und uns Starward holen. Das müsste. Höchster Gipfel ist da drüben, ja. Müssen denn die Kegelschnecken sein? Hier will ich nicht unbedingt kämpfen. Ach so, mir wurde doch letztens gesagt, bei den Fähigkeiten gibt es irgendwo noch was. Dein Können. Investiere in dein Können, indem du Fähigkeitspunkte für statistische Vorteile ausgibst. Diese Boni werden zu denen von Waffen und Ausrüstungen hinzu. Okay. Gesundheit wiederhergestellt durch erfolgreiches Parieren, Schaden durch Paraden. Plus zwei Krieger, ja, okay, hier, komm, nimm. Alter, gut, wer immer, ich weiß jetzt ja nicht, wer von euch gewesen ist. Recht herzlichen Dank. Okay. Ist eine ganze Menge hier. Ja, habt ihr denn vorher schon? Oder ist das erst hinzugekommen? Gott, da müsste man ja die Fähigkeiten zurücksetzen. Hier gibt es so viel, was ich nicht mehr brauche, ja. Muss ich mir noch mal alles, muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall werde ich die behalten, die ich hier habe. Die schreibe ich mir mal alle auf. Ich glaube, ich werde das mal machen. Damit wir da drüben mehr investieren können. Gut. Okay, haben wir wieder was dazugelernt. Das ist mir gerade so eingefallen, weil ich gemerkt habe, überlegt habe, Mensch, du hast da gerade einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. Na, guck mal an. Mir war so klar gewesen, dass da ein Hai ist. So. Das Schiffswrack. Hier sollte ich Kegelschnecken finden. Ach, da ist ja noch ein Hai. Oh, der war irgendwie da drunter. Sehr gut. So, oh, hier liegt noch irgendwo was. Oder? Nee. Hä? Ach, das sind irgendwie. Was ist da, Glühwürmchen oder sowas? Irgendwas hat da gerade geleuchtet, irgendwelche Partikel. Na los, hoch mit dir. Nur nicht mehr. Bleibt einfach hängen. Manchmal ist kurios. Das mit den Punkten muss ich echt noch mal gucken. Ah, ich dachte, da wäre was. Eine Höhle oder sowas. Schade, dass es früher noch kein Tanga gab.
Aber Wunder, dass sie überhaupt Unterwäsche haben. Na, das wäre ja keine Unterwäsche. Das ist der Berg. Hier irgendwo muss Nieswurz wachsen. Sehr gut. Vor allen Dingen, wenn das hier keine Unterwäsche geben würde, ja, würde doch keiner mehr Alexios spielen. Also jedenfalls keiner von den Kerle. Ständig den Dödel da im Gesicht haben, wenn der irgendwo klettert, wisst ihr? Herrlich. Ich muss mal gucken, ob ich mal irgendwann einen zweiten Durchlauf privat mache und dann mal den Alexios nehme. Mal gucken, wie das mit dem so ist. Aber ich weiß nicht, also bin da doch mehr für eine hübsch ansehnliche Frau, die man spielen kann. Das Auge spielt nämlich mit. Mir macht trotzdem der Alexios vom Reden, wenn ich den so manchmal in anderen Let's Plays mal gesehen habe, der macht mir einen hohlen Eindruck. So einen dummen Eindruck. Weiß ich nicht, ich kann mir nicht helfen. Die Steroide haben mein Hirn kaputt gemacht. Na ja, gut. Wird er wahrscheinlich selber ja nicht mitkriegen. Oh, das sieht ja auch geil aus hier, wa? Wo ist denn hier der Eingang? Du bist zurück. Hast du alle Zutaten? Na klar. Sehr gut. Jetzt kann ich einen neuen Schwung von dem Elixier herstellen. Doch zuerst muss ich sicher gehen, dass es für Menschen ungefährlich ist. In dem Gefäß auf dem Tisch ist meine letzte Dosis. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Ich trinke ganz sicher nichts, was Bärenkotpilze enthält. Sei nicht dumm. Trink es und du wirst immun gegen Versteinerung. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber du glaubst doch, dass mein Elixier wirkt, oder? Wenn es so wirkt, wie du behauptest, wäre es dumm, es nicht zu trinken. Ja, trink es alles aus. Bei den Versuchen mit lebenden Testobjekten ist mir etwas aufgefallen. Wir werden alle zu Stein, wenn wir tot sind. Was ist denn das für eine Olle, sag mal? Alter. Alter, die muss ich jetzt wieder mit einmischen. Verfickte Scheiß Dreckshure hier. Warum mischen sich die ein? Ich verstehe nicht.
Dann kommen sie, weißt du, dann, oh, hilflose Zivilisten, die dann plötzlich sich ermutigt fühlen, gegen unbekannte Söldner zu kämpfen. Eieieiei. Ganz schlimm, sowas. Oh, jetzt müssen wir wieder so weit. Könnten wir da vorher kurz nochmal abspeichern und dann werden wir ja sagen, nö, will ich nicht trinken. Aber gut, jetzt wissen wir ja Bescheid. Das ist eine alte Psychopathin, ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Na gut, wollen wir mal weiter nochmal machen, dann werden wir sehen. Ich werde mal. Dachte, der Dings geht noch auf. Der Vogel. Was schon heftig war. Plötzlich aus so einer normalen Queste sowas wird. Ich meine, was stimmt mit der nicht? Vielleicht sind die hier alle verdorben. Militäle Bauernhof. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Damit wir hier wieder anfangen, falls ich jetzt nochmal drauf gehen sollte. Guck mal, das sind alles so eine Dreckschlüppern. Du bist zurück. Hast du alle Zutaten? Na klar. Sehr gut. Jetzt kann ich einen neuen Schwung von dem Elixier herstellen. Doch zuerst muss ich sicher gehen, dass es für Menschen ungefährlich ist. In dem Gefäß auf dem Tisch ist meine letzte Dosis. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Ich trinke ganz sicher nichts, was Bärenkotpilze enthält. Sei nicht dumm. Trink es und du wirst immun gegen Versteinerung. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber du glaubst doch, dass mein Elixier wirkt, oder? Ich glaube, du bist verrückt. Nein, nein, nein! Du musst es trinken. Es muss sein. Für meine Statuen. Nee, lass doch mal. Verdammt. Ach, verdammte Axt, Alter, was ist denn heute los mit mir? Bin ich so blöd zum Kämpfen oder was? Also heute ist schlimm. Das ist doch nur so eine olle Tusse, Mensch. So ein Shit alles hier. Bestimmt komme ich jetzt wieder da oben raus.
Nee, doch nicht. Gut. Okay. Also noch einmal. Du bist zurück. Hast du... Na klar. Sehr gut. Doch zu... Ich glaube, du bist verrückt. Nein, es... Dein Ende naht. Alter, die macht aber auch... Gleich haben wir sie. Na voll, Alter, du Dreckchen. Elixierklingen. Gift hat die hergestellt. Da ist ja nicht mehr. Kommst du mal aus der Tür da raus? Kick mal hier, lauter Tote. Das hätte ich ja sehen müssen, als ich hier reingerüppelt bin. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ja, tüdelü.